Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Rischkas Welt. Abonniert meinen Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen, denn hier findet ihr immer wieder neue, ganz tolle Ideen. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man so ein sehr schönes Tischdeckchen häkelt. Mein Deckchen hat eine Größe von ca. 35 cm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Lasst uns anfangen. Für meine Arbeit habe ich diese Häkelschrift verwendet. Den findet ihr in meiner Facebook-Gruppe und einen Link dazu gibt es in der Beschreibung unter diesem Video. Für unsere Arbeit benötigen wir folgende Materialien. Das Garn. Sie können jede beliebige Häkelgarn für verwenden. Nur denkt bitte dran, je feiner Ihr Garn ist, umso zierlicher wird Ihre Arbeit aussehen. Bei mir ist das feine Kunstseide. Kann nur empfehlen, ist super schön und hält auch sehr, sehr gut die Form. Dann brauchen wir auch noch einen Häkelnadel. Ich habe 1,0 mm genommen und auch eine Schere, um Enden abzuschneiden. Bereitet bitte alles vor und los geht's. Runde 1. Unsere Arbeit beginnen wir mit einem Fadenring. Den Arbeitsfaden um zwei Finger wickeln. Und dann so befestigen. Dann häkeln wir drei Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Und noch 23 Stäbchen in den Kreis häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, etwas kleiner machen und so weiter.21, 22, 23, insgesamt 24 Stäbchen in den Kreis häkeln, an diese Ende festziehen. Und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche der Anfang häkeln. Runde 2. Drei Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen und noch eine Luftmasche für den Muster. Und dann häkeln wir in die nächste Masche der Vorrunde ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in die nächste Masche der Vorrunde, eine Luftmasche und ein Stäbchen in die nächste Masche der Vorrunde. Ganz einfach, in jeder Masche der Vorrunde ein Stäbchen häkeln mit immer einer Luftmasche zwischen Stäbchen. Insgesamt müssen wir in dieser Runde 24 Stäbchen häkeln.
Machen Sie bitte selbstständig diese Runde zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende eine Luftmasche häkeln und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. Runde 3. Drei Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen und noch ein Stäbchen in dieselbe Masche der Vorrunde häkeln. Eine Luftmasche, kommen wir zu dem nächsten Stäbchen, wieder zwei Stäbchen in dieselbe Masche der Vorrunde häkeln. Eine Luftmasche. Nächster Stäbchen der Vorrunde, häkeln wir zwei Stäbchen in dieselbe Masche und eine Luftmasche. Und so machen wir rundum, ne? 24 Mal zwei Stäbchengruppe mit immer eine Luftmasche zwischen Gruppen. Machen Sie das bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende eine Luftmasche und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche der Anfang häkeln. Runde 4. Drei Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen. Und noch ein Stäbchen in die nächste Luke häkeln. Das, was wir zwischen zwei Stäbchengruppen in der Vorrunde gehäkelt haben. Zusammenhäkeln, drei Luftmaschen. Jetzt häkeln wir ein unvollständiges Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde. Unvollständig, nicht abschließen. Und dann zwei Stäbchen in der Vorrunde überspringen und in die nächste Luke noch ein unvollständiger Stäbchen häkeln. Jetzt schließen wir zwei Maschen, die wir auf der Nadel hatten, und dann noch zwei. So, drei Luftmaschen. Ein Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde häkeln. Unvollständig. Dann zwei Stäbchen in der Vorrunde überspringen. In die nächste Luke noch ein unvollständiger Stäbchen häkeln. Zwei Stäbchen zusammen oder zwei Maschen zusammen und dann noch zwei. Drei Luftmaschen. Nochmal. Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde häkeln. Nicht zu Ende, so unvollständig. Zwei Stäbchen in der Vorrunde überspringen. In die nächste Luke ein Stäbchen unvollständig häkeln. Zwei Maschen auf der Nadel schließen und noch zwei. Drei Luftmaschen. Und noch einmal. Und noch einmal in dieselbe Luke der Vorrunde ein Stäbchen unvollständig häkeln. Zwei Stäbchen in der Vorrunde überspringen, noch ein unvollständiger Stäbchen häkeln, zwei Maschen auf der Nadel schließen und noch zwei, drei Luftmaschen. Und noch einmal drei Luftmaschen. Stäbchen in dieselbe Luke häkeln, unvollständig.
noch ein unvollständiger Stäbchen in die nächste Luke häkeln, zwei Maschen auf der Nadel schließen und noch zwei. Sieht dann so aus. Machen Sie bitte diese Runde selbstständig zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, und am Ende, nachdem wir 24 solche Dreiecke gehäkelt haben, ein letztes Mal drei Luftmaschen, und eine Kettmasche in die Spitze von dem ersten Dreieck. Na? Will nicht. Runde 5. Vier Luftmaschen, die uns ein Doppelstäbchen ersetzen. Zweimal Umschlag holen und dann in die Spitze von dem nächsten Dreieck ein Doppelstäbchen häkeln und dann zwei Maschen auf der Nadel schließen. Vier Luftmaschen, drei, vier. Zweimal Umschlag holen, in dieselbe Masche der Vorrunde oder in dieselbe Spitze einstechen, ein unvollständiger Doppelstäbchen häkeln, nochmal zweimal Umschlag holen in die nächste Spitze von dem Dreieck, einstechen und ein unvollständiger Doppelstäbchen häkeln. Zwei Maschen auf der Nadel zusammen und noch zwei zusammen. Dann vier Luftmaschen. Drei, vier. Zweimal Umschlag holen, in dieselbe Masche der Vorrunde einstechen. Arbeitsfaden rausziehen. Und ein unvollständiger Doppelstäbchen häkeln. Nochmal in die nächste Spitze einstechen. Unvollständiger Doppelstäbchen häkeln. Zwei Maschen auf der Nadel zusammen. Noch zwei zusammen. Vier Luftmaschen. Eins, zwei. Moment. Zwei, drei, vier. Wieder in dieselbe Masche der Vorrunde einstechen. Unvollständiger Doppelstäbchen häkeln. Dann in die nächste Spitze von dem Dreieck einstechen. Noch ein unvollständiger Doppelstäbchen häkeln, zwei Maschen zusammen und noch zwei und dann vier Luftmaschen. Dann sieht das Ganze so aus. Wir müssen einfach nur weiter so rundum häkeln. Machen Sie das bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende vier Luftmaschen, ein Doppelstäbchen unvollständig in die letzte Spitze von dem Dreieck und dann noch ein Doppelstäbchen unvollständig praktisch in die erste Luftmasche, die wir am Anfang dieser Runde gehäkelt haben. Ne? Vier Luftmaschen in die erste Masche einstechen und dann eben alles zusammen häkeln. Vier Luftmaschen
3, 4 und eine Kettmasche in die Spitze von dem ersten Dreieck. Runde 6 geht eigentlich genauso wie die Runde 5, nur eben die Dreiecken werden etwas größer sein. 3, 4, 5 Luftmaschen, die uns ein dreifacher Stäbchen ersetzen. Dreimal Umschlag holen und in die Spitze von dem Dreieck aus der Vorrunde häkeln wir jetzt dreifache Stäbchen und beide Maschen auf der Nadel schließen. 5 Luftmaschen, 3, 4, 4, 5, 2, 4, 5. Dreimal Umschlag holen. In dieselbe Spitze von dem Dreieck einstechen, dreifache Stäbchen unvollständig häkeln, noch einmal in die nächste Spitze von dem Dreieck aus der Vorrunde einstechen und dreifache Stäbchen unvollständig häkeln. Genau dasselbe, erstmal 2 Maschen schließen, dann noch 2, 5 Luftmaschen. 3, 4, 5. Dreimal Umschlag holen, in dieselbe Spitze von dem Dreieck einstechen, dreifache Stäbchen unvollständig häkeln. Und noch einmal in die nächste Spitze einstechen, dreifache Stäbchen unvollständig häkeln. Und dann 2 Maschen, die wir auf der Nadel hatten, und noch 2 zusammen häkeln. Dann sehen die Dreiecken so aus. Und weiter 5 Luftmaschen, 3, 4, 5 und wieder dreimal Umschlag holen, in dieselbe Masche der Vorrunde einstechen, dreifache Stäbchen, 2, 3 in dieselbe Masche der Vorrunde dreifacher Stäbchen häkeln und noch einmal in die nächste Spitze von dem Dreieck. Stopp. Jetzt 1, 2, 3, 2 Maschen zusammen und noch 2 und dann 5 Luftmaschen. Ist nicht ganz einfach, aber wir haben das schon 2-mal gemacht. Ich denke mal, es ist verständlich. Machen Sie das bitte selbstständig und zu Ende und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende 5 Luftmaschen häkeln und eine Kettmasche in die Spitze von dem ersten Dreieck. Runde 7 geht eigentlich genauso wie die 3 Vorrunden, nur wiederhin etwas größer. Also 6 Luftmaschen häkeln, 3, 4, 5, 6, die uns ein vierfacher Stäbchen ersetzen und dann 4-mal Umschlag holen, 2, 3, 4 in die nächste Spitze von dem
Dreieck in vierfacher Stäbchen häkeln und dann eben zwei Maschen auf der Nadel schließen. Nochmal 6 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4 mal Umschlag holen. In dieselbe Spitze von dem Dreieck aus der Vorrunde einstechen. Vierfacher Stäbchen unvollständig häkeln. Nochmal 1, 2, 3, 4 mal Umschlag holen. Jetzt in die nächste Spitze von dem Dreieck aus der Vorrunde einstechen und vierfacher Stäbchen unvollständig häkeln. Zwei Maschen auf der Nadel zusammen und noch zwei einschließlich. Dann eben weiter mit 6 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6. 3, 4 mal Umschlag holen. In dieselbe Spitze von dem Dreieck einstechen. Vierfacher Stäbchen unvollständig häkeln. Na, so. Und noch einmal 2, 3, 4. In die nächste Spitze machen wir dasselbe. Vier und dann zwei Maschen auf der Nadel zusammen und noch zwei. Sieht dann so aus. Wie gesagt, das ist dasselbe, nur etwas größer. Machen Sie bitte selbstständig weiter und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende 6 Luftmaschen häkeln und eine Kettmasche in die Spitze von dem ersten Dreieck. Runde 8 ist ganz einfach. Eine steige Luftmasche häkeln und dann feste Masche in dieselbe Masche der Vorrunde. Und jetzt in die erste Luke müssen wir 7 feste Maschen häkeln. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine feste Masche in die Spitze von dem Dreieck und dann kommen wir zu der nächsten Luke und da häkeln wir wieder 7 feste Maschen rein. 2, 3, 4, 5, sechs, sieben, wieder eine feste Masche in die Spitze von dem Dreieck und 7 feste Maschen in die Luke. Eine feste Masche in die Spitze von dem Dreieck, 7 feste Maschen in die Luke. Und so geht es rundum. Machen wir jeder für sich und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende eine Kettmasche in die erste feste Masche davor, die wir am Anfang gehäkelt haben. So. Runde 9. 3 Luftmaschen, die uns ein Stäbchen ersetzen und noch eine Luftmasche für den Muster.
eine Marsche in der Vorrunde überspringen, in die nächste Marsche ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmarsche. Eine Marsche in der Vorrunde überspringen, in die nächste Marsche ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmarsche. Eine Marsche überspringen, in die nächste Marsche ein Stäbchen häkeln. Nochmal eine Luftmarsche. Eine Marsche in der Vorrunde überspringen, ein Stäbchen in die nächste Marsche häkeln. Das hier ist jetzt ein Mustersatz. Davon müssen wir 24 haben. Ne, also ein Mustersatz, eine Luftmarsche, das gehört noch zu dem ersten Mustersatz. Also eine Luftmarsche. Eine Marsche in der Vorrunde überspringen, in die nächste Marsche ein Stäbchen häkeln, Luftmarsche, eine Marsche überspringen, ein Stäbchen in die nächste Marsche, eine Luftmarsche, eine Marsche überspringen, in die nächste Marsche ein Stäbchen häkeln und ein letztes Mal eine Marsche überspringen, ein Stäbchen in die nächste Marsche. Ganz wichtig, beziehungsweise so Anhaltspunkt. Ein Stäbchen unbedingt, muss unbedingt, also über die Spitze von dem Dreieck sein, ne, wie ihr seht. Und in der Mitte dazwischen immer drei Stäbchen verteilen. Wenn ihr euch zum Beispiel an der Zahl verzählt haben, ne? Nicht 7, sondern 8, also brauchen sie sich nicht ärgern, einfach nicht eine, sondern zwei Marschen überspringen und dann eben. Wichtig dabei ist, dass drei Stäbchen an dieser Stelle in der Mitte gut verteilt sind. Und dann unbedingt darauf achten, dass jedes Mal über die Spitze von dem Dreieck ein Stäbchen ist. Und dazwischen nicht vergessen, eine Luftmarsche zu häkeln. Na, also ich denke mal, das ist nicht schwer. Also gut aufpassen, gute Anhaltspunkte gibt es die ganze Zeit. Wie ich schon sagte, 24 Mustersätze machen wir, denke ich mir mal, jeder für sich. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, und am Ende, ein letztes Mal eine Luftmarsche und eine Kettmarsche in die dritte Luftmarsche, der Anfang. Runde 10. 11 Luftmarschen häkeln. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Und jetzt müssen wir einen Mustersatz sozusagen in einem häkeln. 9 mal Umschlag holen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Jetzt müssen wir, also hier haben wir angefangen, hier ist die Spitze von Dreieck, in die Luke zwischen Stäbchen in der Vorrunde einstechen und 8 Marschen häkeln, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt haben wir 3 Marschen auf der Nadel.
Also diese letzte Umschlag werden wir auf dem Rückweg häkeln. Das sieht er gleich. Jetzt müssen wir nochmal 8-mal Umschlag holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In die Masche, in der Vorrunde, ne? Also da wo Stäbchen ist, in diese Masche einstechen, 7 mal oder 7 Maschen häkeln. 3, 4, 5, 6, 7. Haben wieder der Umschlag und die Masche, ne, auf der Nadel. Lassen wir auf der Nadel ungehäkelt, ne, also bleiben. Nächster Schritt. Das waren 8 Umschläge. Jetzt müssen wir 7 Umschläge holen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieder in die Luke zwischen zwei Stäbchen einstechen und dann eben unvollständig unser Mehrfachstäbchen häkeln. So, noch ein letztes Mal. Ne, wieder unvollständig. Dann 6 Umschläge holen. 2, 3, 4, 5, 6. Wieder in die Masche einstechen, also da wo Stäbchen war in der Vorrunde. Und dann unvollständig häkeln. Ne? So. So, 9, 8, 7, 6, 5 Umschlag holen, 5 mal Umschlag holen, ne? 3, 4, 5. Wieder in die Luke zwischen zwei Stäbchen in der Vorrunde einstechen und dann eben so unvollständig häkeln. 4 mal Umschlag holen, 2, 3, 4, in die Masche einstechen, ups, 2, 3, 4, so häkeln. Drei, vier. Zwei, drei. Dann eben dreifacher Stäbchen. Das ist ein vorletztes Mal. Zwischen zwei Stäbchen in der Vorrunde. Und ein zweifacher Stäbchen müssen wir unbedingt, also in die Masche reinhäkeln, wo wir Dreieck in der Vorrunde hatten. Das ist jetzt ein Mustersatz, was wir häkeln. So, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze so aussieht. Hier am Ende habe ich auch nur einen Umschlag gehäkelt und jetzt häkeln wir nach und nach rückwirkend sozusagen, ne? Also zweifaches Stäbchen, dann dreifaches Stäbchen, vierfaches Stäbchen. Fünffaches, sechs, sieben, acht,
9 und dann alles zusammen. Und so sieht ein Blumenblatt sozusagen aus. Na, wie ihr seht, haben wir so ein gefüllter Dreieck bekommen. Und dann 15 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Mustersatz von einem Dreieck bis zum nächsten. Also das sind die Stäbchen, die in Anspruch kommen. Und hier fangen wir an mit 9-fachem Stäbchen. Also 9-mal Umschlag holen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und diese Stäbchen häkeln wir in dieselbe Masche der Vorrunde, wo wir erster Blumenblatt beendet haben. Und dann wieder hin, unvollständig, also genauso wie am Anfang. So, dann 8-facher Stäbchen, 4, 5, 6, 7, 8, diesmal zwischen zwei Stäbchen in der Vorrunde einstechen. Ups. So, jetzt 7-facher Stäbchen, 3, 4, 5, 6, 7, in die Masche einstechen. Noch ein Umschlag, ja, also so 6-facher, 3, 4, 5, 6, zwischen zwei Stäbchen in der Vorrunde, 2, 4, 5, 6, So, 5-facher Stäbchen, 3, 4, 5, in die Masche der Vorrunde, 1, so, nochmal 2, 3, 4, 5. Vierfacher Stäbchen, 3, 4, dazwischen zwei Stäbchen in der Vorrunde, 3-facher, in die Masche, 1, 2, dann 2-facher Stäbchen, zwischen zwei Stäbchen der Vorrunde, Stopp, 1, 2, ein Umschlag häkeln, so, und ganz zum Schluss nochmal 1-facher Stäbchen in die Masche, die direkt über den Dreieck ist.
Und jetzt fangen wir an, diese ganzen Maschen, die auf der Nadel sind, zu schließen. Einfacher Stäbchen, zweifacher Stäbchen, ne? All diese Maschen, also immer zwei nächste Maschen schließen wir. Moment. Ja. So. Ne? Will nicht. So, nächster. Nochmal. Und noch einmal. Noch. Ja. Und dann eben wird so ein Dreieck entstehen. Wichtig dabei ist, zählen wir jetzt diese ganze mehrfache Stäbchen nach. 2, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Wir müssen unbedingt auf diese Zahl drauf achten. Am Anfang haben wir hier mit 11 Luftmaschen angefangen, aber jetzt rundum häkeln wir immer 9 mehrfache Stäbchen und am Ende, also gibt es dann einfache Stäbchen, ne? Also ein ganz normales Stäbchen. Und dann schließen wir das Ganze und somit entstehen unsere Blättchen. Und somit, ja, und wir müssen in dieser Runde 24 davon häkeln. Demnächst, also als nächstes machen wir wieder 15 Luftmaschen und 9-facher Stäbchen in dieselbe Masche der Vorrunde häkeln, da wo wir vorher einfache Stäbchen gehäkelt haben, ne? Also über den Dreieck und dann 9 mehrfache Stäbchen bis zum nächsten Dreieck. Ne? Also 1, 2, 3 und dann 4. 4 Stäbchen nehmen wir in Anspruch. Das dauert zwar etwas länger, ist eine feine Arbeit, aber super interessant. Versucht das einfach. Also wir machen das jeder für sich. Wie ich schon sagte, 24 Mustersätze und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende müssen wir 7 Luftmaschen häkeln und ein 5-facher Stäbchen. 2, 3, 4, 5. In die Spitze von der Büschelmasche. Oder so ein Blumenblatt. 5. So, dass wir in der Mitte von dem Bogen bleiben. Runde 11 ist ganz einfach. Wir müssen einfach 15 Luftmaschen häkeln. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und eine feste Masche in die nächste Lok. Und dann wieder 15 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und eine feste Masche in die nächste Luke und so weiter rundum 15 Luftmaschen. Feste Masche in die Luke. 15 Luftmaschen, feste Masche in die Luke.
Wir machen das jeder für sich und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende, genauso wie in der Vorrunde, 7 Luftmaschen, ein fünffacher Stäbchen, 4, 5. Also in die erste Masche der Vorrunde, da wo wir unsere Arbeit angefangen haben. So und so. Runde 12 geht genauso wie Runde 11, nur ich habe hier bei dem Netzmuster immer 16 Luftmaschen gehäkelt, eine feste Masche in die nächste Luke, 16 Luftmaschen, feste Masche in die Luke und das geht rundum. Am Ende habe ich 8 Luftmaschen gehäkelt und ein sechsfacher Stäbchen in die erste Luftmasche, der Anfang. Und nur zur Info, hier habe ich den Häkelschrift etwas verändert. Also wie ihr hier seht, Runde 11 und Runde 12. Die werden laut Häkelschrift mit 15 Luftmaschen gehäkelt, mit immer eine feste Masche in die Luke. Also Runde 11 habe ich mit 15 gehäkelt, Runde 12 mit 16. Dann häkele ich weiter der Netzmuster, einmal mit 17 Luftmaschen zusätzlich und 8 Luftmaschen, also am Ende 8 Luftmaschen und ein sechsfachen Stäbchen. Und noch eine Runde mit 18 Luftmaschen und am Ende dann 9 Luftmaschen und ein siebenfachen Stäbchen. Ich habe ausprobiert, die nächste Runde nach dem Netzmuster müssen wir mit festen Maschen umhäkeln. Also jeder Bogen mit festen Maschen umhäkeln. Es ist viel zu fest. Die Arbeit spannt dadurch. Deshalb habe ich diese Veränderungen vorgenommen. So, meine Lieben, Runde 13 und 14 habe ich auch schon mal vorgehäkelt. Es ist super einfach. Mit Runde 13 mit 17 Luftmaschen und Runde 14 mit 18 Luftmaschen. Einzige, was ich noch zeigen wollte, am Ende der Runde 14 habe ich 18 Luftmaschen gehäkelt und verbinde das Ganze jetzt mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche, der Anfang. Das ist super wichtig für die nächste Runde. Runde 15 ist von sich aus auch sehr einfach. Eine steige Luftmasche häkeln und eine feste Masche in dieselbe Masche der Vorrunde. Und jetzt der nächste Bogen häkeln wir mit festen Maschen um und wir müssen 17 feste Maschen in dieser Luke häkeln. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17. Das verteilen. Und jetzt müssen wir in die feste Masche der Vorrunde noch eine feste Masche häkeln. Das wäre dann 18 sein. So, und so müssen wir rund um diese Runde häkeln.
in jeder Luke 17 feste Marschen, eine feste Marsche in die feste Marsche der Vorrunde. Wieder 17 feste Marschen und noch eine in die feste Marsche der Vorrunde. 17 und so weiter. Es ist super, es ist sehr, sehr einfach, nur eben dauert auch sehr lange. Das machen wir jetzt jeder für sich. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende, nachdem wir 17 feste Marschen in die letzte Luke der Runde gehäkelt haben, müssen wir eine Kettmarsche in die erste feste Marsche häkeln. So. Runde 16. Drei Luftmarschen, die uns ein Stäbchen ersetzen, und noch eine Luftmarsche für den Muster. Und jetzt eine Marsche in der Vorrunde überspringen, in die nächste Marsche ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmarsche. Nochmal eine Marsche in der Vorrunde überspringen, in die nächste Marsche der Vorrunde ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmarsche, eine Marsche in der Vorrunde überspringen, in die nächste Marsche der Vorrunde ein Stäbchen häkeln. Das ist jetzt dreimal. Wir müssen 8 Stäbchen hier in dem ersten Bogen oder über den ersten Bogen verteilen. Nochmal eine Luftmarsche, eine Marsche in der Vorrunde überspringen, ein Stäbchen häkeln. Luftmarsche, eine Marsche in der Vorrunde überspringen, ein Stäbchen häkeln. So. Ja. Das ist die. Ein Stäbchen. Eine Luftmarsche, eine Marsche in der Vorrunde überspringen, ein Stäbchen häkeln, Luftmarsche, eine Marsche überspringen, ein Stäbchen häkeln. Zählen wir nach. Die erste zählt nicht dazu, oder die drei Luftmarschen zählen nicht dazu. 2, 4, 6, 8 Stäbchen. Mit immer eine Luftmarsche zwischen Stäbchen. Eine Luftmarsche und noch ein Stäbchen in die feste Marsche der Vorrunde, da wo dieser Kreuz ist. Ne? Ansonsten könnt ihr einfach genauso weiterzählen. Eine Marsche in der Vorrunde überspringen, feste Stäbchen häkeln, nicht die feste Marsche. Und dann eben erneut, dann kommen wir zu dem nächsten Bogen, wieder 8 Stäbchen verteilen mit einer Luftmarsche zwischen Stäbchen. Also eine Luftmarsche, eine Marsche in der Vorrunde, überspringen, in die nächste Marsche ein Stäbchen häkeln. Und so geht diese Runde rundum. Ich denke mal, es ist nicht schwer. Wichtig dabei ist, dass alle Stäbchen gut verteilt sind, ne? Also symmetrisch. Auch wenn ihr euch in der Vorrunde verzählt habt, schauen Sie einfach mal, ne? Also das hier kann man zum Beispiel, wenn Sie eine Masche mehr gehäkelt haben, dann eben irgendwo 2 Maschen überspringen. Nur wichtig, wichtigster Moment dabei ist, dass über einen Bogen 8 Stäbchen verteilt sind. Machen Sie das bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht.
Und am Ende müssen wir eine Luftmasche häkeln und eine Kettmasche in die dritte Luftmasche, der Anfang. So. Runde 17. Eine Steigerluftmasche und eine feste Masche in dieselbe Masche der Vorrunde. Und jetzt 7 Luftmaschen. 3, 4, 5, 6, 7. 4 Stäbchen in der Vorrunde überspringen und in die nächste Luke erste Stäbchen häkeln, eine Luftmasche, dann eben noch ein Stäbchen in dieselbe Luke der Vorrunde, eine Luftmasche und ein letztes Mal ein Stäbchen in dieselbe Masche der Vorrunde häkeln. Und dann 7 Luftmaschen. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kommen wir zu der Stelle mit der so kleinen Vertiefung. Wieder 4 Stäbchen, ne, von dieser Luke. Ja, also 4 Stäbchen abzählen, 1, 2, 3, 4, in die fünfte Masche, also in Stäbchen der Vorrunde, häkeln wir eine feste Masche rein. Hier ist diese Kreuzung. Wieder 7 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7. 4 Stäbchen in der Vorrunde abzählen, 1, 2, 3, 4 in die Luke, 3 Stäbchen häkeln mit immer eine Luftmasche zwischen Stäbchen in einer und dieselbe Luke der Vorrunde. So, und dann 7 Luftmaschen, 4, 5, 6, 7, 4 Stäbchen in der Vorrunde abzählen, in die fünfte Masche, ne, direkt in Stäbchen der Vorrunde eine feste Masche häkeln und so weiter. So geht es mit jedem Bogen rundum. Wir machen das jeder für sich und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende 7 Luftmaschen häkeln und eine Kettmasche in die erste feste Masche, der Anfang. So mache ich gleich. Runde 18. Eine steige Luftmasche und eine feste Masche in dieselbe Masche der Vorrunde häkeln. Dann 5 Luftmaschen. 3, 4, 5. Jetzt kommen wir zu dieser 3 Stäbchengruppe. Also alle Luftmaschen in der Vorrunde überspringen. In die erste Masche häkeln wir 3 Stäbchen rein. 2, 3. In die nächste Masche, also diese mittlere Stäbchen, häkeln wir wieder 3 Stäbchen. 1, 2, 3. Und in die letzte Masche auch noch 3 Stäbchen reinhäkeln. Der Faden spaltet sich. So.
eins habe ich, noch zwei. Zwei und drei. Na, sieht dann so aus. Dann wieder fünf Luftmaschen, vier, fünf und eine feste Masche. Na, also alle Luftmaschen der Vorrunde überspringen und in die feste Masche der Vorrunde wieder eine feste Masche häkeln. Und dann nochmal fünf Luftmaschen, vier, fünf und in jeder Masche der Vorrunde an der Stelle mit drei Stäbchengruppe jeweils drei Stäbchen häkeln. In jedem ganz einfach neun Stäbchen, ne, müssen wir jetzt an dieser Stelle haben. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. Fünf Luftmaschen, drei, vier, fünf und eine feste Masche in die feste Masche der Vorrunde. Und so geht es rundum. Ganz einfach. Machen Sie das bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende ein letztes Mal fünf Luftmaschen häkeln und eine Kettmasche in die erste feste Masche, der Anfang. Runde 19. Mit Hilfe von Kettmaschen müssen wir jetzt erste Stäbchen von 9 möglichen erreichen. Praktisch in jeder Masche von der Luftmaschenkette eine Kettmasche häkeln. Und dann die erste Masche. So, und jetzt müssen wir wieder diese Büschelmaschen häkeln. Und das machen wir auf folgende Art und Weise. 8 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 mal Umschlag holen, 2, 3, 4, 5, 6 und dann in dieselbe Masche der Vorrunde ein sechsfacher Stäbchen häkeln. In dieselbe Masche der Vorrunde. Wieder nicht zu Ende häkeln, also letzte Umschlag bleibt noch ungehäkelt auf der Nadel. Jetzt 5 mal Umschlag holen. 2, 3, 4, 5. Jetzt kommen wir zu der nächsten Masche der Vorrunde und häkeln da fünffacher Stäbchen unvollständig. Alle Maschen auf der Nadel lassen. Dann viermal Umschlag holen. 3, 4.
in dieselbe Masche der Vorrunde ein vierfacher Stäbchen unvollständig häkeln. Wieder den letzten Umschlag häkeln wir auf dem Rückweg. Dreimal Umschlag holen und dann in die nächste Masche der Vorrunde nochmal 1, 2, ja, unvollständig häkeln und ein letztes Mal zweimal Umschlag holen in dieselbe Masche der Vorrunde, zweifacher Stäbchen unvollständig häkeln. So, und jetzt häkeln wir die Maschen auf der Nadel zweifach zusammen. Also erstmal zweifacher Stäbchen, dann dreifacher Stäbchen, vierfacher, fünfer, sechser und letzte zwei Maschen. Jetzt haben wir ein Blumenblatt bekommen. Dann häkeln wir 10 Luftmaschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wieder 6 Fachumschlag holen oder 6 mal, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt kommen wir zu der nächsten 3-Stäbchen-Gruppe, ne, in der Mitte hier. In die erste Masche häkeln wir einmal 6-facher Stäbchen unvollständig. So. 5 mal Umschlag holen, 3, 4, 5, in dieselbe Masche der Vorrunde. Häkeln wir ein 5-facher Stäbchen unvollständig. So, dann 4 mal Umschlag holen, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vierfacher Stäbchen in die nächste Masche der Vorrunde unvollständig häkeln. Und 1, 2, 3, 4. Also in die nächste Masche. 1, 2, 3 mal häkeln und 2 Maschen auf der Nadel davon auf der Nadel lassen. Dreifacher Stäbchen, 3, in dieselbe Masche der Vorrunde. Eins, zwei. Dann häkeln wir in die nächste Masche der Vorrunde zweifacher Stäbchen unvollständig und noch ein einfacher Stäbchen in dieselbe Masche der Vorrunde. Und jetzt immer 2 Maschen von der Nadel zusammen häkeln. Moment. So. So. Und dann alle Maschen auf der Nadel. Dann sieht das Ganze so aus. Nochmal 10 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und ein letztes Mal an dieser Stelle mit 9 Stäbchen. Ne? 6 mal Umschlag holen. 3, 4, 5, 6. Ne, also letzte 3 Stäbchengruppe. In die erste Masche 6 und 5-facher Stäbchen unvollständig häkeln.
Noch ein, zwei, drei, vier, fünffacher Stäbchen in dieselbe Masche. In die nächste Masche drei, vier und dreifacher Stäbchen, zwei, drei, vier. Na, in die nächste Masche davor runter. Zwei, drei. Und in die letzte Masche. 1, 2, zweifacher und einfacher Stäbchen in dieselbe Masche der Vorrunde. So, und jetzt die Maschen zusammenhäkeln. Also immer zweifach zusammen. So. Jetzt kommen wir überspringen hier das Ganze, kommen wir zu der nächsten 9 Stäbchengruppe, machen dasselbe, ganz einfach, also ohne Übergang, also keine Luftmaschenketten dazwischen oder sonstiges, einfach 6-mal Umschlag holen, 2, 3, 4, 5, 6 und dann mit der ersten Masche anfangen. In die erste Masche immer 6 und 5-facher Stäbchen unvollständig häkeln. In die nächste Masche 4 und 3-fach. 4, 5. Und in die letzte von 3 möglichen 4 und 3, ja 2 und einfacher Stäbchen. 1, 2, 3, 4. In die nächste Masche der Vorrunde. 1, 2, 3. In dieselbe Masche. 1, 2. In die letzte von 3 möglichen und ein einfacher Stäbchen. Und dann paarweise, ne? Abmaschen. So. Und so weiter. So geht die ganze Runde. Wir häkeln einfach 3 Blumenblättchen mit 2x10 Luftmaschen dazwischen und zwischen Mustersätze keine Luftmaschen. Machen Sie bitte so weiter und dann zeige ich euch, wie wir die Arbeit beenden. Und am Ende ganz einfach, nachdem wir 3 Blättchen hier gehäkelt haben, eine feste Masche in die Spitze von der Büschelmasche. Runde 20 geht ganz einfach, eine Steigerluftmasche und dann kommen wir zu der nächsten Luke und häkeln da 9 feste Maschen rein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Und jetzt häkeln wir eine feste Masche in die Spitze von dem Büschelstäbchen und dann 3 Luftmaschen und noch eine feste Masche in dieselbe Masche der Vorrunde.
es entsteht so ein kleiner Bückel, ne? Also ein Knötchen. Und dann eben in die nächste Luke häkeln wir wieder 9 feste Maschen, Entschuldigung. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt zwischen 2 Büschelstäbchen in diese Luke häkeln wir wieder eine feste Masche, 3 Luftmaschen und noch eine feste Masche in dieselbe Luke der Vorrunde. Es entsteht wieder so ein Knötchen. Und dann eben in die nächste Luke 9 feste Maschen, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ja, also in die Spitze von dem Büschelstäbchen oder Büschelmasche häkeln wir eine feste Masche, dann 3 Luftmaschen und noch eine feste Masche in dieselbe Masche der Vorrunde und weiter mit 9 feste Maschen. Und so geht diese Runde, wie ich schon sagte, ganz einfach. Na, machen Sie das bitte selbstständig und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Und am Ende eine feste Masche zwischen erstem und letzten Blumenblatt. So, dann 3 Luftmaschen, noch eine feste Masche in dieselbe Luke der Vorrunde und eine Kettmasche in die erste feste Masche der Anfang. Jetzt können wir den Faden befestigen. Abschneiden, verstecken und somit ist unsere Arbeit fertig. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt bitte gesund und bis zum nächsten Mal.